Hi. Hi. Hallo. Freut mich, dich kennenzulernen. Erik, freut mich. Gut? Ja, okay. Ja, bei dir? Gut, ja, hergekommen? Ja, schön. Hier, das ist die Küche. Ja, ja, genau. Schön. Ja. Freunde, herzlich willkommen endlich mal wieder zu einer Folge Ein Tag persönlicher Koch. Und ich bin heute Koch für einen besonderen Menschen, für einen Millionär und nicht irgendeinen, sondern für Chico, den Lotto-Millionär. Chico, es freut mich sehr. Ja, ich koche heute für dich. Ich habe eine Frage, wie ist ein Millionär? Wie ist ein Millionär? Glaubt mir mal, okay, letzte Zeiten esse ich schöne so Steakhäuser besuche ich. Ja. Mittlerweile von Dürüm auf Sushi umgestiegen. Ja, da gibt es später auch was. Einfach worauf du Lust hast, was auf dein Herz einfach, begehrt. Einfach, was ich auf Lust habe, klar. Aber jetzt kann ich mir auch gönnen, so, wenn ich Lust habe, für ein schönes Restaurant. Ich finde es aber richtig cool, die Auswahl, die du getroffen hast, weil zum Frühstück zum Beispiel, ich spoiler schon mal, gibt es einfach Sucuk mit Ei. Richtig. Wirklich ein Frühstück, das einfacher nicht sein könnte, leckerer nicht sein könnte und dafür muss man nicht Millionär sein. Sucuk und Ei, mehr geht's nicht. Mit Zimt natürlich auch. Das ist noch besser, ja. Ja. Deshalb würde ich sagen, machen wir ein Sucuk Blue Yumurta, ein Sucuk mit Ei. Wie machst du dein Ei? Spiegelei, Rührei? So? Rührei. Ganz genau das machen wir jetzt. Du kannst Platz nehmen, dich wie zu Hause fühlen. Ich glaube, das wird eines der einfacheren Frühstücks, die wir bisher gemacht haben. Wenn du Sucuk machst, ne, beim Schneiden kannst du immer so ein Stück so essen. Dann macht der, egal, ein Stück für dich. Beim Kochen, dann macht noch mehr Spaß. Ihr merkt, Leute, ich habe schon länger kein persönlicher Koch mehr gemacht, weil ich wirklich nur noch mit besonderen Gästen drehen will. Heute ist auch alles ein bisschen anders. Gerade beim Frühstück haben wir genug Zeit, ein bisschen zu quatschen. Liebst du Menemen mehr oder so ein normales Rührei? Oh, Menemen, klar. Menemen? Menemen, klar, Mann. Menemen ist ganz was anderes. Ja, wir können ja auch Menemen machen. Nein, erstmal gut. Soll ich, komm, ich mach den Menemen. Doch, doch, ich mach den Menemen. Menemen mit Sucuk. Menemen mit Sucuk, mein Gott. Es geht darum, dass du dich wohlfühlst, dass du dein... Ich fühle mich schon wohl, indem ich so hier aufgenommen habe. Ah, natürlich. Sucuk ist angebraten, Zwiebeln sind in der Pfanne gegart. Ich habe jetzt den Knoblauch dazugegeben. Gleich geben wir darauf die Tomaten und rühren dann einfach das Ei unter, das wir wunderbare Menemen haben. Die hier gebe ich jetzt schon mal in den Backofen, dass sie einfach nochmal schön warm und knusprig werden. Ich zeige dir einen neuen Trick. Machst du einfach Eier auf dem Sucuk drauf und dann dabei rührst du, aber du brauchst ein bisschen Butter. Butter noch dazu? Butter dazu. Wir machen Chicos. Jawohl. Ich würde jetzt Tomate drauf machen und dann das Ei einrühren. Ich will ja, dass du zufrieden bist Jawohl. Am Ende. Ja, ja. Hast du ein Lieblingsrestaurant? Eine ist das der Rodizio in Dortmund. Ah, Steakhouse. Steakhouse. Mhm. Ja, dann haben wir da ein Mamma Mia, heißt das, so ein Italiener. Mhm. Da gehe ich auch gerne hin. Ja, oder so wie immer, Döner, Baguette, Nudel, weißt du, so. Kriege ich Hunger, wenn du das so erzählst, aber zum Glück ist gleich fertig. Ja. Leute, das ist jetzt schön runter reduziert. Wir haben nur noch ein bisschen Feuchtigkeit drin. Das heißt, jetzt ist unser Zeitpunkt, die Eier hinzuzufügen. Ich nehme die einfach, wie sie einfach, sind und fange direkt an, kaputt erstmal so lassen. Erstmal so lassen. Okay, nur einfach ein bisschen und dann jedes Mal so ein bisschen drehen. Ja, ja, immer mal wieder so ein bisschen. Ja, ein bisschen, dass das dann wie Rührei wird. Jawohl, so. Na, aber so Rührei in Tomate und dann haben wir Menemen. Eigentlich wollen wir es auch so ein bisschen flüssig haben, ne? Ja, aber... Bisschen rauskochen. Ja, ja. Sucuk wieder dazu, den haben wir schon gebraten. Das heißt, wir rühren Sucuk einfach noch ein bisschen mit unter. Und ich finde wirklich so, das ist irgendwie so magisch, wie so bei Menemen aus Tomate und Ei so diese neue Farbe, neue Konsistenz wird. Das ist einfach echt ein besonderes Gericht. Freunde, wir servieren das Ganze jetzt einmal und dann probieren wir endlich. Los geht's. Ja. So, Chico, unser Frühstück ist fertig. Menemen Dankeschön. Mit Sucuk. Dazu ein bisschen Schafskäse und Zimt. Vielen Dank. Lass es dir schmecken. Dankeschön. Das geht jetzt so. Wir probieren. Du sagst noch nichts, dann essen wir auf und dann gibst du dein Votum ab. Ist das Ganze auf? Jawohl. Ich bin gespannt, wir sehen uns gleich wieder zur Bewertung. Chico, wie hat es dir geschmeckt? Ich muss wirklich sagen, wo du den Sucuk Mama da reingepackt hast, ich dachte, was macht der da? Aber muss ich wirklich sagen, ist lecker gewesen. Was hat dir gut gefallen, was hat dir nicht so gut gefallen? Was hat mir nicht gut gefallen? Das hätte ich nicht mit Zimt gegessen, sondern ganz normalen Brötchen. Mhm. Wäre lecker gewesen. Da sage ich mir mal von 10. Gebe ich dir mal 8, Bruder. 8 ist doch super, Chico. Ey, mit über eine 8 kann ich mich nicht beschweren. Ich hatte schon 8, Sorge. Ja. Nein, 8 hast du wirklich verdient. Man merkt, du brennst Nein, auf jeden ohne Fall. Scheiß, 8 hast du wirklich verdient. Darauf können wir aufbauen. Ich bin natürlich noch nicht zufrieden. Ich will alles rausholen heute. Wir machen weiter mit dem Mittagessen. Jetzt chillen wir erstmal eine Runde und dann geht's weiter mit einer schönen Pasta. Und nicht irgendeine Pasta, sondern eine schöne Garnelenpasta mit Tomaten-Sahnesoße. Chico ist gerade draußen Spaziergang machen. Ich gebe hier ein bisschen Olivenöl in die Pfanne und wir starten das ganze Ding. Unsere Zutaten: Black Tiger Garnelen, Sahne, ganze Tomaten aus der Dose, Cherry Tomaten, Zwiebel, Knoblauch, Petersilie und Weißwein. Es wird
wird wirklich ein Hochgenuss. Wir geben die Hälfte unserer geschnittenen Zwiebel in die Pfanne, lassen die ein bisschen glasig werden. Dann wollen wir auch schon mal richtig hochgehen mit der Temperatur und unsere Gambas hier platzieren. Ihr seht, die sind frisch, schön vom Fischhandel geholt, kriegen ihre Farbe. Und jetzt soll ruhig schon so ein bisschen was auch durch die Hitze am Pfannenboden anhaften, was wir dann mit dem Weißwein schön lösen können. Oh yeah. Bisschen mehr Öl noch dran, jetzt ein wenig Knoblauch dran und wir löschen das Ganze ab. Wow, eigentlich brauchen unsere Garnelen gar nicht lang. Wir wollen nicht, dass sie so hart werden. Wir wollen die schön saftig innen behalten. Deshalb werden die auch ab diesem Schritt hier gar nicht großartig weiter kochen, sondern am Ende nur noch mal durch die Soße gezogen. Wir geben die jetzt einfach mal hier an die Seite, da können die noch ein bisschen durchziehen. Und ihr seht, der Pfannenboden ist wieder schön sauber. Wir geben wieder ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Es wird ein leckeres Gericht. Das braucht ein bisschen Olivenöl. Das ist auch Meme schon geworden bei dir, ne? Wenn du sagst, ein bisschen Olivenöl und so. Dann immer rechtfertigen und sagen, okay, wir brauchen ein bisschen mehr. Jetzt nehmen wir unsere geschnittenen Cherry-Tomaten, geben die in die Pfanne. Wir wollen, dass das Ganze, obwohl es mit Sahne ist und so, so eine frische Note hat. Und deshalb machen wir das hier mit den Cherry-Tomaten, anstatt einfach nur aus der Dose Tomaten zu nehmen. 2 Minuten später sieht man schon, die Säfte treten aus, verbinden sich mit dem Öl. Wir haben so eine Soße, die jetzt hier langsam entsteht. Hier fügen wir jetzt den Rest der Zwiebel und vom Knoblauch hinzu. Garen das noch mit ein bisschen durch. Geschälte Tomaten einfach so dazu quetschen. Ich schneide hier schon mal ein bisschen Petersilie klein, wenn ihr hier drüben einen Blick hinwerft. Die Soße ist schon wunderbar eingekocht. Wir geben jetzt schon ein bisschen Petersilie dran, einfach so für die Farbe. Unser Nudelwasser kocht auch schon. Nächstes wird es Zeit, die Sahne hinzuzugeben. Dafür gehen wir wieder hoch mit der Temperatur, schütten die komplette Sahne hinzu. So, jetzt geben wir Garnelen mit Samt, Weißwein und gegarten Knoblauch und Zwiebeln wieder hinzu. Ich finde, ganz wichtig ist wirklich auch der Knoblauchgeschmack. Geben wir noch ein bisschen gemahlenen Knoblauch oben drüber. Muss so ein Gericht sein, nachdem ist schon so leicht unangenehm mit Leuten zu sprechen. Bisschen Salz nochmal und frischer Pfeffer. Hier lassen wir jetzt unsere Garnelen auf niedriger Hitze gar ziehen, sodass sie komplett durch sind, aber trotzdem butterweich. Kochen die Nudeln und richten das Ganze an. Chico, du hast dir die Beine vertreten. Hoffentlich hast du wieder Hunger. Wow, das sieht aber wirklich gut aus. Favorite von dir, isst du das gerne? Ist das so ein Leibspeise? Ich esse das gerne, wirklich. Ja? Optisch erstmal, was sagst du? Optisch schießt. Schießt, geil. Das kenne ich noch gar nicht. Ja. Probieren wir. Wow. Ich muss wirklich jetzt sagen, wir brauchen nicht diskutieren, Junge. Ehrlich nicht. Isst erstmal auf, du hast die Garnelen. Nein, ich sag jetzt schon, Mann. Von 10 auf 10 kriegst du. Von 10 auf 10? Ehrlich. Beim ohne Scheiß. Erste Problem. Die Teller sind wieder aufgegessen. Chico, du hast ja schon deine Bewertung gegeben. Vielen Dank. Erstmal Garnelen. Vor Kamera möchte ich sagen, das ist nicht der erste Teller. Ich habe noch einen Nachschub bekommen. Ja. 10 von 10 kriegst du. Ehrlich, das ist wirklich die Tatsache. Wäre das schlecht, ich hätte dir wieder, weiß ich nicht so. Eine 8 gegeben. Nicht 8. Ich kann auch 3 geben. Okay, dann hoffentlich nicht beim Abendessen. 10 von 10 mehr hätte ich mir nicht wünschen können. Ich würde sagen, wir sehen uns zum Abendessen wieder. Es gibt zum allerersten Mal auf meinem Kanal Sushi. Immer wenn es etwas zum ersten Mal gibt, sage ich mal so viel, bereite ich mich besonders gut vor. Und das Wichtigste bei Sushi ist wahrscheinlich der Reis. Deshalb machen wir jetzt den Reis zuallererst. 2 Tassen Sushi-Reis, den waschen wir erst gründlich 4-5 Mal und lassen ihn dann 15 Minuten mit dem Wasser stehen. Wir waschen ihn so lange, bis das Wasser klar ist, das rauskommt. Und geben ihn schon mal in unseren Reis Kochertopf hinein und auf diesen Reis geben wir jetzt die gleiche Menge Wasser wie Reis. Also 2 Becher sind drin, 1 und 2 kommen darauf. Jetzt verteilen wir das ein bisschen und lassen den jetzt erstmal 15 Minuten so quellen. Der Reis ist gequollen, wir stellen ihn einfach in den Reiskocher hinein. Sushi-Modus an, es sollte alles klappen. Der Reis ist schon fast fertig, aber auch den Reis müssen wir natürlich entsprechend würzen. Dafür nehme ich einen Reisessig, gebe den einmal hier in den Topf rein. Dazu kommen noch Zucker und Salz, 6 Esslöffel Zucker, ja, in Sushi-Reis ist sehr viel Zucker, und 2 Teelöffel Salz. Und wenn es aufgelöst ist, gebe ich noch 2 Nori-Blätter rein. Guck mal, jetzt langsam aber sicher verschwinden die letzten Kristalle von Zucker und Salz. Und jetzt geben wir die Nori-Blätter rein, lassen das einfach ein bisschen ziehen. Das ändert die Farbe noch mal ein bisschen. Wir streichen in der Zeit schon mal den Reis aus. Wir nehmen den Reis, geben den hier hinein. Jetzt verteilen wir den direkt mal ein bisschen. Und jetzt träufeln wir auf die Rückseite vom Löffel unseren Essig, sodass er sich schön verteilt. Und ich probiere zwischendurch jetzt schon mal, dass es nicht zu essighaltig wird. Im Gefühl wird er, glaube ich, echt gut sein, der Reis.
sieht schon ganz gut aus, was der für einen Glanz hat jetzt hier auch. Ne? Bin sehr zufrieden. Jetzt decken wir das Ganze mit einem angefeuchteten Tuch ab, drücken das so ein bisschen an und so kann es abkühlen, bis wir es später verwenden werden. Kümmern wir uns jetzt um den Lachs. Das ist der Fisch, mit dem wir heute arbeiten. Sashimi-Qualität natürlich wichtig. Ich schneide jetzt an den Seiten jeweils ein großzügiges Stück ab, denn wir wollen auch Spicy Salmon Inside-Out-Roll machen. Mega geil. Dafür müssen wir den Lachs erstmal garen. Ich habe dafür einfach drüben den Ofen angemacht und so garen wir das jetzt einmal. Das muss nicht viel machen. Jetzt drehen wir das Ganze einmal und auch diese graue Fettschicht entferne ich, glaube ich, noch. Jetzt muss ich Knife Skills beweisen auf jeden Fall. Dafür ist das Messer jetzt gut, das du mir geschenkt hast, Eric. Verstehe ich auch, warum japanische Messer so scharf sind, weil zum Beispiel bei Sushi, wenn man kein scharfes Messer hat, einfach die Zutaten auseinanderfallen. Ja. So, zack, das legen wir jetzt einmal bereit. Ich glaube, beim Lachsschneiden gibt es kein richtig oder falsch, sondern nur ein besser oder schlechter. Ja, das stimmt. Ja. Ich denke aber zum Beispiel hier so eine Geschichte kann man auf jeden Fall sehr gut machen. Das ist super. Das in Sushi drin, spitze. Der Lachs sollte jetzt fertig gegart sein. Ja, ist er auch, aber gleichzeitig super, super weich. Wir geben den jetzt einfach rüber in eine Schüssel und der wird auf jeden Fall auch nicht trockener, wenn wir ihn jetzt mit Mayo und Sriracha verrühren. Einmal ein bisschen klein machen das Ganze hier mit dem Fett dran, das ist wirklich ausnahmslos jeder weiß Geschmack. Bisschen Salz dran, ich glaube, das ist sogar mein Favorite von den Rollen, die wir heute machen. Dann jetzt ordentlich Mayo dran, Kewpie Mayo, japanische Mayo und erstmal ein bisschen Sriracha und dann abschmecken, wie viel wir davon reinmachen wollen. Oh. Kann noch mehr Schärfe vertragen, aber unglaublich lecker. Weiter geht's, Freunde. Aufdecken, Reis nehmen und auf unser Nori-Blatt geben. Erstmal relativ mittig, damit wir es dann nach außen verteilen können, ohne dass das Nori-Blatt reißt. Gleichzeitig lassen wir hier oben einen Streifen frei, um das Ganze später zu verschließen. Wir wollen wirklich dünnen Reis haben, weil dann können wir mehr Fisch reinhauen und dann kriegt es so diesen Premium-Touch. Bisschen Nori mit Reis abgeschnitten. Jetzt probiere ich das Ganze erstmalig zu wickeln. Einmal schön komprimieren, zusammendrücken und jetzt einmal nass machen und rüberrollen. Alright. Wir müssen auch natürlich mal die Qualität kontrollieren und das Ganze jetzt auch einfach mal probieren. Ich würde sagen, passabel für die ersten Maki, die ich gemacht habe. Wir machen die noch ein bisschen größer, ein bisschen schöner und in vielen verschiedenen Ausführungen. Das könnt ihr euch im B-Roll anschauen. Wir haben eine Inside-Out-Rolle und vier verschiedene Maki-Rollen. Wir werden zwei von den Makis jetzt noch so baked machen, also quasi panieren in Tempura-Teig, Panko und ab in die Fritteuse oder in den Topf mit heißem Öl. Das machen wir jetzt und dann ist es wirklich fertig. Dann nehmen wir einfach die Maki, so wie sie ist. Ich habe das, wie gesagt, noch nie gemacht. Ich hoffe, das geht jetzt halbwegs gut. Und ich tauche die einfach mal hier komplett rein. Das ist so eine Fertig-Tempura-Mischung. Ja, genau, es war eine Fertig-Mischung. So geben wir das drauf. Zack, zack, zack. Jetzt panieren wir noch die zweite Rolle und frittieren das Ganze. Chico, unsere gemeinsame Zeit geht einem Ende zu. Ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben Sushi gemacht. Zum ersten Mal. Und weißt du was, woran man es auch merkt, dass ich noch nie Sushi gemacht habe? Keine Stäbchen da. Ich kann sowieso nicht mit Stäbchen essen. Eigentlich ist Sushi Fingerfood. Let's go. Probieren wir. Let's go. Nein, ne? Knusprig ist es schon mal, ne? Nein, ne? Hey, das schmeckt wirklich lecker. Boah, das schmeckt... Boah. Ja? Ey, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, Leute. Ihr habt es gesehen. Guck mal, die Ecke gehört mir. Die in der Mitte gehört dir. Ja, und den Rest nehme ich. Aber ich will von überall ein bisschen probieren. Das ist jetzt Thunfisch. Du hast das erste Mal gemacht. Zum ersten Mal, klar. Ich gebe mir aber Mühe. Wenn ich höre, Chico kommt, voilà, dann... Wärst du Frau, ich hätte dich geheiratet. Leute, wir sagen nicht zu viel. Wir sehen uns, wenn aufgegessen ist. Bruder, ich habe Angst, dass das alle geht. Deswegen, ich will noch ein bisschen zuschauen. Nein, ehrlich jetzt, ich habe dich heute kennengelernt. Heute Morgen, wo du Eier mit Mellemann und so gemacht hast, hat geschmeckt und habt ihr auch 8 Punkte gegeben. Und dann kam diese Nudel. Da, top. Ohne Scheiß, war top, top, top. Dankeschön. Aber das hier hat alles getoppt. Ich habe gedacht, ich bin irgendwo ein Edelrestaurant irgendwo. Ich habe gesagt, ich bin bei meinem Freund Eis in Königssee. Ja? Ja, das ist mein Lieblings-Sushi-Laden und ich fühle mich so wohl. Ich habe gedacht, ich bin bei dem.
Bester Mann. Vielleicht hast du rausgeschmeckt, dass ich dich auch mag, weil ich fand dich heute wirklich sehr sympathisch. Dankeschön. Es war eine große Freude mit dir. Gerne. Ohne ja. Wenn das nicht geschmeckt hätte, ich hätte wirklich gesagt, ja, wieder so viel Punkte oder so. Aber, junger Mann, du kannst den Rest deines Lebens Sushi machen und verkaufen. Das wird, ich verspreche es dir, das würde laufen. Du würdest damit dumm und dämlich Geld verdienen. Geil. So geil hat das geschmeckt. Ich danke dir. Manche Leute denken bestimmt, boah, der kennt sich doch gar nicht aus. Wenn ihr wüsstet, seit 5 Monaten, ich esse nur Sushi. Geil, das ist ein großes Kompliment. Chico, nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. 8, 10, 10, das kann sich sehen lassen. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast. Das ist auch eine Ehre für mich, ne, dass ich hier bin, dass ich euch kennengelernt habe. Ja. Super Team hast du auch. Dankeschön. Ja. Dann Leute, ihr schaut mal bei Chico vorbei. Er ist in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.